Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Facebook Live. Ich bin live, habe auch einen Zuhörer schon dabei, dann sehe ich immer, dass ich wirklich live bin. Das ist klasse. Also, mir wird oft die Frage gestellt, was isst du denn eigentlich, Marie-Louise? Ist bestimmt nur grünen Smoothie und Salat. Da muss ich ehrlich gesagt immer lachen, weil wer mich kennt, der weiß ganz klar, ich liebe grünen Smoothie. Ausnahmsweise habe ich heute mal keinen hier stehen. Ich liebe grünen Smoothie und ich liebe auch Salat. Aber wenn ich nur Salat und grünen Smoothie essen würde, dann wäre ich weder langfristig satt, noch wäre ich zufrieden. Also das reicht auch mir definitiv nicht und ist in meinen Augen auch nicht gesund und ausgewogen. Ja, die Frage wird mir sehr häufig gestellt von Freunden, von Fans, von Kunden. Und aus dem Grunde habe ich mich entschlossen, da im Prinzip eine dreiteilige Videoserie zu machen. Allgemein zum Thema, was esse ich so? Der erste Teil war meine Lieblingsfrühstücksrezepte. Der zweite Teil, das war letzte Woche, war Mittagessen, meine besten Rezeptideen für dich. Und der dritte Teil, das ist heute, da geht es um das Abendessen. Hier teile ich auch gerne meine besten Rezeptideen für dich, damit du so einen Eindruck erhältst. Warum könnte dich das überhaupt interessieren, was ich so esse? Ich bin ja Marie-Louise Römer und habe selbst eine rheumatische Autoimmunerkrankung, bin aber auch promovierte Ernährungswissenschaftlerin und habe meinen Weg, meinen alternativen Weg raus aus meiner Krankheit, meinen Problemen durch Ernährungsumstellung gefunden. Ich habe meine langfristige köstliche Wohlfühlernährung gefunden und die hat mir so viel geholfen, dass ich sogar ohne Medikamente sein kann, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und dass es mir richtig gut geht, dass ich alles wieder machen kann, was ich liebe, mit meinen Händen, mit meinen Füßen, mit meinen Gelenken, wo ich die Probleme hatte, dass ich mehr Energie denn je habe. Also es geht mir richtig gut damit. Und daraufhin habe ich ein Konzept entwickelt, um auch anderen Menschen zu helfen, sie zu begleiten bei ihrer Ernährungsumstellung. Begleiten, das heißt Menschen mit ähnlichen Problemen, mit Autoimmunerkrankungen, die sagen, ich möchte auch meine Gesundheit aktiv in die Hand nehmen und hin möchten zu mehr Gesundheit, mehr Energie und mehr Lebensfreude. Ja, aus dem Grunde denke ich, dass es interessant sein könnte für dich, was ich so esse und was ich so empfehle. Ja, dann lass uns jetzt mal richtig starten, heute zum Thema Abendessen. Die, die live dabei sind, gerne dürft ihr, ich gucke mal, momentan sehe ich es noch nicht, gerne dürft ihr liken, dürft ihr kommentieren, dürft ihr Fragen stellen. Genau, ich gucke gerade, die müsste ich dann eigentlich auch live sehen, auch wenn es immer ein bisschen zeitverzögert kommt. Also zum Thema Abendessen. Ähnlich wie im Prinzip bei der gesamten Ernährung bei Autoimmunerkrankungen sollte auch das Abendessen sehr basisch sein. Also der Rätsel ist wahrscheinlich sehr gemüselastig. Mittags, wenn du dich erinnerst, falls du es gesehen hast, da habe ich Schwerpunkt auf auch Rohkost empfohlen, viel Salat. Abends, je nachdem, also ich liebe auch Salat abends, aber je nachdem, wie viel Rohkost du oder dein Körper gewöhnt ist, kann es sein, dass du die Rohkost abends nicht so optimal verträgst. Deswegen wäre ich da am Anfang vorsichtig und zurückhaltend, wobei es einen super verträglichen Weg gibt und insofern eigentlich schade, dass ich hier hinten nicht stehen habe. Hätte heute auch gepasst. Weißt du, was der bestverträgliche Weg ist, Rohkost zu sich zu nehmen, wo die jeder verträgt, wenn es richtig angeht und langsam damit anfängt? Das ist im Prinzip mein Lieblingsessen. Ich vermute mal, der ein oder andere weiß das jetzt, was mein Lieblingsessen ist. Das ist ganz klar der grüne Smoothie. Also das ist die bestverträgliche Form, Rohkost zu sich zu nehmen. Das heißt, da könntest du auch das Abendessen mal durch einen grünen Smoothie ersetzen. Dann hättest du auch Rohkost in einer gut verträglichen Form. Dann idealerweise mit wenig oder ganz ohne Obst. Du findest auch Rezepte dazu, auch ein Rezept ohne Obst findest du zum Beispiel in meiner Facebook Autoimmun Food Coaching Rezeptegruppe. Und ansonsten habe ich auch einen gratis Smoothie-Kurs, da kannst du dich anmelden, da bist du auch hingeleitet, wie man richtig mit Smoothies anfängt, auch mit vielen Rezepten. Also grüner Smoothie wäre eine Möglichkeit. Ansonsten kannst du natürlich auch Rohkost in kleinen Mengen, so wie du es verträgst, zu dir nehmen und isst ganz simpel ein Brot dazu.
Brotrezepte findest du auch in dieser Gruppe von mir. Brot heißt in dem Fall dann ein möglichst basisches Brot, also auf jeden Fall ein glutenfreies Brot, was gut verträglich ist. In kleinen Mengen, und das kannst du natürlich ergänzen mit zum Beispiel, ich habe dir hier ein paar Sachen mitgebracht, mit Avocado ist eine tolle Sache als Brotaufstrich und ich liebe es im Prinzip überall drauf. Ich bin so ein bisschen gehandicapt wegen meinem Kopfhörer, überall drauf. Ich denke, du siehst das, Sprossen aller Art, das sind Alfa-Sprossen, das sind Linsensprossen selbst gezogen, du kannst sie natürlich auch kaufen. Also Sprossen, wenn du schon Brot isst, dann mit einem tollen Dip oder einfach Avocado-Sprossen drauf, dann schmeckt das super lecker. Das ist eine Möglichkeit, wie du es verbessern kannst. Du kannst auch ansonsten Nussmus auf dein Brot machen, Hummus kannst du auf dein Brot machen oder auch einfach Nussmus oder Hummus mit ein bisschen Rohkost essen. Wäre auch ein schnelles, kleines Abendessen von den kalten Versionen. Ansonsten kannst du natürlich auch einen Rohkostsalat nehmen. Dann wäre es wichtig, dass du das Gemüse fein reibst. Dann ist es einfach deutlich besser verträglich. Also jetzt nicht die Möhre in Stücken, sondern Möhre fein gerieben zum Beispiel. Das, was du gut verträgst. Und dann da einfach ein bisschen was dazu machst, was dich sättigt. Weil ich sagte ja eingangs, ich esse nicht nur Salat, da werde ich auch nicht satt von. Da muss irgendwas Sättigendes rein. Also zum Beispiel Sprossen, ähnlich wie ich dir auch fürs Mittagessen erzählt habe. Oder was ich gerne mag, ist ein bisschen Quinoa dazu. Oder du machst ein bisschen Süßkartoffel dazu. Das sind immer tolle Kombinationen, die du machen kannst. Ich habe auch verschiedenste Salate, auch wieder als Rezept in meiner Autoimmun-Rezepte- und Tipps-Gruppe. Ein Beispiel ist zum Beispiel auch der Quinoa-Salat, der ist da drin. Oder auch der Sauerkraut-Sprossen-Power-Salat, der ist total lecker. Den kannst du so komplett essen mit ein bisschen Brot dazu, ein bisschen Süßkartoffel dazu oder was ich neulich immer mal wieder mache, wenn ich nichts anderes da habe, aber mehr Lust auf was Tolles, Schnelles habe. Das sind hier so Tortilla-Wraps auf Basis von, in dem Fall ist es Leinsamen und rote Beete. Die liebe ich, die habe ich immer als Notreserven zu Hause. Und wenn du da zum Beispiel diesen Sauerkraut-Sprossensalat oder einen anderen Salat drauf machst mit ein bisschen Hummus als Dip oder mit ein bisschen Avocado oder ich hatte Tahini drauf, dann ist das super lecker und sehr nahrhaft, sättigend, gesund, köstlich, also alles. Ja, das sind so meine kalten Tipps fürs Abendessen, weil je nachdem, der eine ist lieber kalt, der andere ist lieber warm. Ansonsten, genau, gibt es viele tolle Ideen auch für warmes Essen. Für viele ist es einfach besser verträglich, wenn sie abends warmes Gemüse als Rohkost essen, gerade wenn sie anfangen in der Ernährungsumstellung und noch nicht so weit sind. Deswegen ist eine tolle Möglichkeit zum Beispiel auch, was warm und sättigend ist und befriedigend und hochwertige Eiweißquelle und Kohlenhydrate, also alles in einem, sind Kichererbsen in Form von Kichererbsen-Snack zum Beispiel. Das ist auch ein Rezept von mir, findest du auch in dieser Gruppe. Da werden die Kichererbsen im Prinzip im Backofen knusprig geröstet und das schmeckt dann total lecker. Das kannst du dann zum Beispiel auf gedünstetes Gemüse drauf machen. Das ist eine tolle Sache. Ansonsten hatten wir auch gestern hatten wir es, ein Kichererbsen-Curry. Das mag ich auch sehr gerne. Verschiedene Gemüse einfach im Wok gebraten, Kichererbsen dazu und gut gewürzt. Und natürlich auch wieder, ganz klar, darf nicht fehlen, Sprossen, mindestens eine Sorte, ideal mehrere Sorten Sprossen obendrauf. Dann schmeckt das super köstlich, sättigend. Das hatten wir gestern, das gibt es für mich heute auch nochmal. Kichererbsen-Curry-Rezept auch wieder in der Gruppe. Weitere Ideen ist natürlich ganz klar Backofengemüse in allen Variationen. Lieben das die meisten mal als eine Abwechslung zu dem langweiligen gedünsteten Gemüse oder zu dem immer gebratenen Gemüse. Backofengemüse finde ich geht immer. Mag auch meine Familie gerne. Das heißt, da kann man auch meistens sehr gut die Familie mit ins Boot holen. Eines meiner Favoriten, das ist das, was ich bei der Vorankündigung fotografiert hatte, ist Kurkuma und Brokkoli aus dem Backofen. Das heißt, im Prinzip ganz simpel, du schneidest den Kurkuma und den Brokkoli in Röschen. Dann hast du eine Schüssel, da machst du Olivenöl rein, dann machst du Kurkuma rein, eine relativ große Menge. Ich würde es einfach mal ausprobieren nach Geschmack. Du kannst es ein bisschen würzen, ich würze es meistens erst hinterher.
schwenkst das Gemüse dann in dieser Olivenöl-Kurkuma-Soße, machst es aufs Blech und dann kommt noch kleingeschnittener oder geriebener Knoblauch obendrauf. Und dann kann man ein bisschen variieren, was man dann macht. Entweder könnte man natürlich auch mal als Ausnahme Schafskäse machen oder bei uns ist oft so, dass die Familie Schafskäse kriegt und ich kriege dann meistens was anderes drauf. Ich mag auch gerne entweder, wenn ich da habe und Lust drauf habe, mit Simpli obendrauf oder ich mache mir einfach Cashewnüsse, klein geschnittene Cashewnüsse obendrauf und die werden auch knusprig, schmeckt auch total lecker. Dann im Backofen backen, Viertelstunde. Und dann kannst du das so genießen, da brauchst du nichts weiter zu, kein Brot, keine andere Kohlenhydratquelle, das ist total sättigend und befriedigend und sehr entzündungshemmend auch durch den Kurkuma, also es lohnt sich, das auszuprobieren. Das war mein Kurkuma, jetzt gucke ich gerade, dass ich nichts vergesse, was habe ich noch an Rezepten? Ein Rezept noch, ein letztes noch, eine Rezeptidee ist eine asiatische Reisnudelsuppe. Die ist jetzt gerade, also du siehst, ich bin auch wieder etwas wärmer angezogen. Irgendwie ist es fröstelig draußen. Ist noch nicht so richtig sommerlich. Asiatische Reisnudelsuppe. Ganz simpel, du nimmst verschiedene Gemüse. Wir machen meistens Möhren, Pilze, Frühlingszwiebeln und Erbsen mit Ingwer. Und kochst das mit Gemüsebrühe. Und am Schluss mache ich dann noch Sprossen rein. Entweder Mungobohnensprossen zum Beispiel sind gut, du kannst aber ganz simpel Linsensprossen nehmen. Wenn du es magst und verträgst, kannst du auch Sojasprossen nehmen. Sprossen sind wichtig da drin noch. Und dann ganz zum Schluss kommen noch ein paar Reisnudeln dazu. Das ist auch die ganze Familie gerne mit. Ja, das war es von meiner Seite aus. Das waren meine Rezeptideen für dich. Ich sehe jetzt momentan aktuell keine Fragen. Du kannst mir die aber natürlich gerne auch jederzeit hinterher stellen unter das Video. Mein Fazit zusammenfassend letztlich ist, wichtig ist, achte auf eine basische Ernährung, sehr viel Gemüse, gemüselastig und eben eine kleine Menge nur an Kohlenhydraten, auch ein bisschen Eiweiß natürlich dazu, aber das hat auch automatisch immer dabei bei den Beispielen, die ich dir genannt habe. Und ganz wichtig ist, dass du es ausprobierst, da in der Richtung was zu tun, denn du hast mit der Ernährung deine Gesundheit wirklich in der Hand. Da kannst du super viel für dich mit erreichen. Deswegen starte einfach damit, probier es mal aus für dich. Da wirst du erstaunt sein, was du mit der Ernährung alles machen kannst. Also, dann wie immer, gegen Schluss von mir. Du darfst gerne mein Video liken, da freue ich mich drüber. Du darfst auch kommentieren, Fragen stellen. Wie gesagt, ob du es jetzt hier in Facebook machst oder ob du es dann später auf YouTube machst. Beides ist immer schön, wenn ich Rückmeldung von dir bekomme. Ansonsten sehe ich jetzt momentan aktuell keine Fragen. Dann wünsche ich dir, wie immer, bleib gesund, alles Liebe für dich und bis nächste Woche, Dienstag wieder 17 Uhr. Tschüss!